Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit HiCad einen Fassadenanschluss modellieren kann. Ich habe mir hierzu eine Fassade von Logical importiert und möchte hier einen seitlichen Fassadenanschluss erzeugen. Ich beginne hier erstens mit einer Schnittansicht, welche ich hier einfach mal durch die Türe durchlege. Ich kann hier natürlich eine Tiefenbegrenzung erzeugen, was ich hier auch lasse, und mit Erzeugen erstelle ich hier meinen ersten Schnitt. Weiters möchte ich hier auch noch einen Vertikalschnitt erzeugen. Und lege diesen auch hier auf das Blatt. Jetzt ist es so, natürlich sind hier diese Darstellungsarten, die schattiert mit Kanten, und diese stelle ich für spätere Darstellungen auch gleich richtig auf Hidden Line, um dies besser darstellen zu können. Als nächstes möchte ich hier daraus ein Detail erzeugen. In welchen ich weiter modellieren möchte. Diesem Detail gebe ich auch gleich einen Namen und einen Maßstab mit. Und mittels Erzeugen kann ich hier mein Detail gleich auf dem Blatt ablegen. Es gibt jetzt natürlich sehr viele Funktionen, wie ich dies modellieren kann. Und ich beginne gleich als erstes hier mit einem Blechanschluss. Dazu erzeuge ich mir eine Skizze und zeichne mein Kantblech ein. Dieses Blech kann ich natürlich auch mit der intelligenten Bemaßung mit Werten belegen, um es für später leichter abändern zu können. Ich werde hier auch noch eine Länge angeben, weil ich darauf nicht geachtet habe. Und dies soll natürlich auch gleich bleiben. Mit der rechten Maustaste habe ich natürlich die Möglichkeit, wie gewohnt, meine Bleche auszuwählen aus meinem Halbzeug. Und ich wähle die Seite des Versatzes aus. Ich schalte hier nur die aktive Ansicht da, um es einfach ein bisschen flüssiger zu machen. So, als nächstes habe ich hier sehr einfach die Möglichkeit, mit der Umschalttaste diese Skizze zu bearbeiten, sprich dieses Blech zu editieren. Und kann hier sehr einfach sagen, ich möchte dieses Blech anstatt 5 mm auf 8 mm abändern. Mit Übernehmen wird mir dieses Blech sofort abgeändert. So, der nächste Schritt wäre, dass ich hier im Grunde genommen meine Folie zeichne, meine Dämmung, meine Isolierung, mein Blechpanel. In diesem Fall, weil ich gerade noch bei den Blechbefehlen bin, werde ich als erstes mein Blech zeichnen. Das heißt, ich möchte hier ein Blech in weiterer Hinsicht einbauen und kann hier natürlich wieder sagen, dieses Blech soll mit der Glasebene bündig sein. Welchen Einstand möchte ich haben? So, ich hätte dies natürlich auch mit Hilfslinien machen können, jedoch möchte ich diese Werte eigentlich immer manuell vergeben, um diese in weiterer Hinsicht auch leichter editieren zu können. So, wieder rechte Maustaste und die Aufdickrichtung. So, das heißt, ich habe jetzt meine Bleche erzeugt und jetzt komme ich zu den weiteren Schnittfunktionen. Diese befinden sich hier in den Bauwesenfunktionen
und der Bauwesen allgemein. Hier kann ich als erstes gleich meine Folie zeichnen, das heißt, ich möchte hier einen Startpunkt und möchte lotrecht auf diese Fläche und dann noch hierher kleben. Hier habe ich natürlich wieder den Katalog, wo ich aus meinen unterschiedlichsten Folien meine Folienstärke bzw. Breite auswählen kann und ich kann hier sehr einfach auch die Auftickrichtung definieren. Ich habe hier noch vergessen, die Skizze zu löschen. Diese brauche ich natürlich nicht. Das nächste ist, ich möchte hier diesen Bereich mit einer Dämmung ausfüllen. Das heißt, in diesem Fall nehme ich hier diese Funktion und wähle die Diagonale des Rechtecks. Hier habe ich natürlich wieder die Möglichkeit, aus meinen Katalog meine Teile zu wählen. Wähle hier die weiche Dämmung und habe hier sofort meine weiche Dämmung erzeugt. Weiters habe ich hier die Möglichkeit, gleich meine Folie, meine Versiegelung einzubauen, welche ich hier im Schnitt gleich richtig definiere. Der nächste Schritt wäre, dass ich hier einen Vollwärmeschutz noch haben möchte. Dazu wähle ich hier diese Funktion und gebe den Start und in diesem Fall hier diesen Endpunkt an, wähle die Teile aus dem Katalog und die Aufbaurichtung. Und somit habe ich auch sofort meinen Vollwärmeschutz definiert. So, um es zu zeigen, dass man hier auch ganz einfach mit Hilfslinien arbeiten kann, wähle ich hier einfach mal meine Hilfslinie und kann sagen, hier um einen gewissen Wert möchte ich diese Linie versetzen. Was jedoch auch sehr einfach über die ganz normalen Funktionen geht. Das heißt, ich möchte hier einfach ein Rechteck aufziehen, welches mir hier diesen Vollwärmeschutz definiert. Einmal auf dieser Seite und einmal auf diese Seite. So, der nächste Schritt wäre hier in diesem Fall, dass ich hier meinen Kunststoff noch einbauen möchte. Dazu werde ich hier wirklich meine Hilfslinien erzeugen, welche ich mit der Taste H ganz einfach starte. Und hier gibt es diesen Befehl, wo ich auch den Kunststoff auswählen kann und hier sofort diesen Punkt angeben kann. Und ich habe hier auch sofort meinen Kunststoff definiert. Die Hilfslinien benötige ich jetzt nicht mehr, deswegen lösche ich diese. So, jetzt gibt es natürlich Funktionen, wie ich diese Blechklammer hier noch modellieren kann. Das heißt, dazu wechsle ich ganz einfach in mein Modell, blende in diesem Fall einfach den Beton aus und schaue gleich mal, wo ich hier mein Blech habe. Um die Aufteilung gleich für später hin auch richtig zu haben, werde ich hier das Blech gleich mal auf die Länge ziehen, um mir für später hin die Änderung zu ersparen. Das heißt, mein Blech ist jetzt auf der richtigen Länge und jetzt möchte ich hier meine Blechklammer erzeugen. Dazu wähle ich hier einfach die Kontaktfläche aus und die Kante, an der die sie ausgerichtet werden soll. Kann hier meine Werte einstellen. Jedoch möchte ich dies einfach hier nur einfach mal einbauen und die weiteren Schritte kann ich natürlich sehr. Ich wechsle jetzt zurück in mein Detail. Dieses möchte ich jetzt natürlich noch aktualisieren. Das heißt, ich aktualisiere meine Schnittansicht und ich sehe hier sofort meine Klammer.
Um die Darstellung besser zu gestalten, werde ich hier dieses Teil einfach in der Ansicht auf Transparent schalten, um auch die dahinterliegenden Teile besser zu sehen. In diesem Fall sieht man, habe ich hier meine Blechklammer falsch gesetzt. Das heißt, diese kann ich natürlich jederzeit ganz einfach über den Anschluss auch im Detail abändern und in diesem Fall zum Beispiel diesen Wert von 15 auf 15,5 abändern. So, somit habe ich hier diese Teile ganz normal erzeugt. Hier in diesem Fall möchte ich noch eine Dämmung einfügen, das heißt, ich kann hier natürlich wieder über diese Dämmfunktionen, in diesem Fall werde ich hier wieder über die Skizze gehen, diesen Punkt von hier bis lotrecht zu dieser Linie mit einer gewissen Dämmstärke, man sieht hier auch sehr schön in der Vorschau, was ich gewählt habe. Und ich wähle hier aus meinem Halbzeug die 35. Ich kann natürlich jederzeit auch sagen, dass ich hier einfach einen beliebigen Wert definieren kann, um es einfach hier einfach auszufüllen. So, in diesem Fall habe ich hier alle meine Teile erzeugt. Was mir jetzt noch fehlt, sind meine Verschraubungen. In diesem Fall brauche ich eine Ebene, um dies im Schnitt einzeichnen zu können. Dazu gehe ich hier einfach mal auf diese Ebene, wähle einen Punkt und kann mit der rechten Maustaste sagen, senkrecht zu einer Linie, zu dieser Linie. Das heißt, ich habe hier in meiner senkrechten Ebene meine Ebene eingezeichnet. Jetzt kann ich natürlich sehr einfach in meinen Schraubendialog gehen, wähle diese Ebene aus und kann zum Beispiel nach meinen Schrauben suchen. Wähle hier meine Schraubennorm, welche natürlich auch beliebig erweitert werden kann und kann hier diese Schraube einbauen. In diesem Fall habe ich natürlich die Ebene falsch gedreht, das heißt, ich sage hier einfach rechte Maustaste und sage hier in diesem Fall, ich möchte diese Schraube umdrehen und möchte diese hier einfügen. So, ich habe natürlich jetzt leider den falschen Punkt erwischt, das heißt, ich schiebe diese Schraube einfach manuell hier an die richtige Stelle. Diese Schraube kann natürlich wie gewohnt mit den Funktionen hier ganz normal mit der rechten Maustaste editiert werden. Weiters ist natürlich wichtig, ich kann natürlich hier jederzeit auch meine Maße definieren, das heißt, ich möchte hier in diesem Fall meine Maße erzeugen, auch noch hier in diese Richtung. So, und kann natürlich die Teile ganz einfach beschriften. Das heißt, ich habe hier natürlich die unterschiedlichsten Beschriftungstypen, welche ich hier auswählen kann, um das Detail auch noch richtig zu stellen. So einfach ist es möglich, ein Detail im HiCard zu zeichnen. Ich habe natürlich hier in keiner Hinsicht noch auf meine Struktur geachtet, was jedoch, wenn ich diese Teile, die ich hier jetzt modelliert habe, zum Beispiel in die Struktur reinziehe, dann kann ich diese Anschlüsse natürlich jederzeit und sehr einfach weiter kopieren. Das heißt, am besten sieht man das natürlich in der Schnittansicht. Das heißt, wenn ich hier meine Schnittansicht hernehme, dann sehe ich hier, habe ich ja alles, was ich jetzt in meinem Detail gezeichnet habe, bereits im 3D modelliert
Und um meine Schnitte auch richtig darstellen zu können, muss ich hier natürlich diese Schnittansicht hier auch herbekommen. Dazu wähle ich am einfachsten eine Hilfslinie aus, welche ich einfach in der Mitte dieses Elementes positioniere, sprich dieser Rohbaulichte, und möchte hier einfach diese Teile an dieser Linie spiegeln. Und wenn ich diese Ansicht wieder aktualisiere, dann habe ich hier auf der zweiten Seite sofort auch meinen Anschluss und kann natürlich, wenn ich hier diese Teile oder einen Detailplan machen möchte, die Teile auch sofort darstellen. Und selbst in meinem 3D-Modell habe ich alle meine Teile sofort parat. Man sieht hier, man braucht natürlich eine gewisse Übung, aber man hat in diesem Fall sehr schnell sehr schöne Ansichten, welche dann auch natürlich ganz normal für die Freigabe gewählt werden können. Natürlich, was mir noch aufgefallen ist, kann natürlich hier auch jederzeit meine Höhenquoten in dem Plan und Maße auch vergeben.